Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS17 hier auf der Karte Hofbergmann. Eine neue ist ja so langsam in der Mache oder vielmehr ist ja schon fast rund. Ich denke mal, dass wir da nicht mehr lange drauf warten müssen. Wenn ihr es vor mir erfahrt, gerne mal einen Kommentar schreiben. Ich bin ja da echt neugierig, denn wir werden schon auf jeden Fall umsteigen. Sieht echt gut aus. Und ich muss mal gucken, wie wir das dann machen. Ob wir hier alles verkaufen. Können wir auch gerne drüber diskutieren. Ne? Also wenn ihr diskutieren wollt, einfach mal unten drunter schreiben. Machen wir alles verkaufen einfach und fangen dann neu an halt. Besorgen uns die Maschinen und so weiter. Oder nehmen wir unseren Fuhrpark mit vielleicht. Dass wir dann das so machen, wäre noch eine Idee. Ja, irgendwie so. Ne? Kai hat da schon was dazu geschrieben unter dem letzten Hofbergmann-Video, wie er es machen würde. Und den anderen finde ich auch schon gut. Und naja, wie gesagt, haut mal raus, was ihr möchtet. Hier müssen wir mal langsam weitermachen. Das machen wir jetzt nicht, weil wir müssen erstmal den Schlüter trinken. Denn der Fendt, der ist auch gleich voll. Der müsste hier wahrscheinlich auch auftauchen. Ich glaube, das ist zu. Jetzt wollen wir mal ran. So, ich hopp's mal schnell raus. Können wir mal offen lassen, weil wie gesagt, der Schlüter kommt hier, der Fan kommt hier auch gleich. Quatsch. Case. Fan steht am Hof. Wir sollen das Regal einräumen. Ach, Tom. Huch, mein Nummernschild mit reingefallen bei den Kartoffeln. Mist. Das ist aber nicht bald voll oder so, ne? Oder? Gibt's da irgendwie eine Anzeige für? Was war da drin? Doch, müsste ja nicht. Ich denke mal im Menü, aber ich guck trotzdem mal, ob man hier irgendwie eine Anzeige hat. Ne, hier gibt's nix. Hier vielleicht. Schön dunkel noch, ne? Ne, hier ist jetzt noch nix. Und Besen steht hier, okay. Hm. So, dann geht ihr erstmal wieder zurück. Mal den Drescher einstellen. Okay. Richtig ins Weg bringen noch? Nein. Ich glaube jetzt aber. Gut, die Jungs kümmern sich. Übrigens nicht kostenlos, ne? Das will ich nochmal dazu sagen. Ich würde jetzt gerne mal hier zum Drescher springen, da hat man noch ein Problem. So, und zwar habe ich ja hier dort Dinge nicht runtergekommen. Willkommen in Ihrem Fendt. Ja, nicht mehr lange. Denn der Fendt geht zurück. So, ich habe keine Lust mehr auf. Oh. Oh, ist er jetzt noch drauf? YouTube? Geht das? Wow. Ah, so ganz astral ist das nicht, ne?
Mann, diese Bediener hier. Er ist schon schön, keine Frage. Aber ich glaube fast, der neue wird euch noch besser gefallen. Ich habe den ja eh schon fast zu Schrott gefahren hier. So, ich glaube, wir können auch da rumfahren. Nee, du meinst, das reicht. Passt. Wie man sieht, ist der Grüne jetzt ja, zum Laufen, hat 60% jetzt drin. Und der Puma ist voll, der ist mit den Kartoffeln unterwegs. Oder vielleicht schon da. Ja, und ich brauche jetzt dringend das Korn hier, damit wir unsere Schweinefutterproduktion endlich starten können. Da geht ja gerade der Schalter. Guck dich das mal an. Achte mal aufs Lenkrad. Jetzt blinke ich mal. Habt ihr den Schalter gesehen? Das ist ja auch cool, ne? Naja, ich habe ja noch einen Mod-Ordner drin. Vielleicht gibt es später mal einen zweiten. Na, hier fahren wir gerade vorbei und da ist der schon wieder. Pass auf, dann schicke ich ihn mal. Der Supertruck steckt fest. Nö, der steckt irgendwo anders fest. Ihn schicke ich jetzt mal zum Shop. Warte mal, dann ist er hier schön sortiert. Hof zum Shop. Bam. Da können wir mich hier schon mal auskippen. So, wir sollen bitte da warten beim Händler. Ich springe mal hier rüber. Ah, die Geschichte schon wieder. Das verstehe ich nicht so ganz. Gucken wir nochmal in den Einstellern. Wahrscheinlich nur doof getroffen. Lieber, gib das Ganze mal wieder. Ja, es gibt auch immer mal wieder kleine Probleme mit Cosplay, wie man sieht, aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich ganz nett. Ich frage mich nur, was er da jetzt macht. Oder auch nicht macht. Wieso fährt sie nicht mehr weiter? Hat das mit Cosplay zu tun? Arbeiten die beiden zusammen, dass er sagt, hey, ich hab dich gerufen und du kommst nicht? Oder was ist das jetzt? Da
fährt ja viel zu dicht dran. Ich weiß nicht, ob es jetzt Minus sein muss oder Plus. Vielleicht doch eher Plus. Man muss echt so einzeln durchtickern. Irgendwas stimmt hier nicht, natürlich. Da ist gar keiner mehr drin. Wo ist die denn jetzt hin? Ah. Du kannst natürlich lange rummachen. So. Oh Mann, ey. Ich will immer die schöne Zeit flöten. So ein Käse. Ey, da irgendwie ein Problem. Das kommt von mal selber. Krieg die Kiste nochmal an. So. Also sowas kann ich mir gut vorstellen, zum Beispiel für einen Livestream. Ne? Ich habe das letztens bei Oyster Popper gesehen. Schönen Gruß nochmal von der Seite. Das sah sehr entspannt aus. Da kannst du auch vernünftig nach deinen Kommentaren gucken und so. Ist nicht so stressig, eigentlich eine tolle Sache. So, aber jetzt... Der Helfer läuft nicht. Ist ihm das zu wenig jetzt hier? Könnte fast sein, ne? Boah, das ist echt doof, weil ich jetzt wirklich gerade was anderes machen wollte. Kreisfall ist an. Fällt ein neuer Kern. Hallo? Das hat der Helfer einen Schaden. Ich dreh durch. YouTube. Ja, er ist ja auch hier am Warten. Also völliger Stress schon wieder mal. Aber ich habe es versprochen und wir machen das jetzt auch. Ich verkaufe jetzt das Ding hier. Helfer raus, bitte. So. Willkommen in Ihrem Fendt. Ja, ist das schön. So, Schneidwerkswagen bin ich mir jetzt nicht sicher. Oh, mein Pedal. Moment. Schneidwerkswagen bin ich mir gerade nicht sicher. Das machen wir mal. So, ab und dann werden wir das nochmal mit da lassen und kauf den Kram erstmal so.
Ich glaube, das Ding passt einfach nicht so richtig auf den Schneidwerkswagen drauf. Ey, was ist denn das heute für ein Chaostag? Liebe Freunde der gepflegten Landwirtschaft, bitte macht mal kurz die Augen zu. Ich muss jetzt hier mal... Ach, weißt du, wie lange soll ich mich jetzt damit rumärgern? Ja, oder ich ziehe ihn rein. Ich glaube, wir verdienen, glaube ich, mehr. Ich muss ihn nochmal ab. Nee, bringt nichts. Ja, ich wollte eigentlich gerade so verkaufen, aber ich glaube, wir machen das lieber so. Dass ich jetzt mit reinfahre, wenn der Anhänger anzeigt, dann kommt der halt weg, fertig. Aus, die Maus. Und dann haben wir schon immer noch mehr Kohle über, als wenn man... Egal. Versteht das, oder? Wenn nicht, reicht bitte eine schriftliche Anfrage ein. Dann werde ich mich damit nochmal auseinandersetzen. Das ist aber auch verdammt eng hier. Was? Das sieht mir noch komisch aus. Das ist komisch. Und jetzt habe ich wirklich keine Lust mehr auf die Spielereien. Kauf den jetzt so. Mach's gut. Ich hatte viel Spaß mit dir. So. Ich würde es jetzt reintragen, aber das kriege ich nicht hin. Lass uns mal gucken. Garage, Schneidwerkswagen. Also ich glaube, wir verkaufen den mal. Hätte ich eigentlich auch so machen können, ich depp und dann den. Wieso habe ich das? Na, egal. Egal, wer hat's gewusst? Fendt. Verkaufen. Zack. So. Weißt du, ich habe noch gar nicht geguckt, ob das jetzt geklappt hat mit den neuen. Weil da gab es irgendwelche Probleme, dass er mal nicht im Shop erscheint oder so. Aber ich gucke es mal. Doch, da ist er. Hier vom Modding Welt, ne? Der Klaas. Ach du Scheiße. Wieso ist denn der so teuer? Der ist jetzt größer als meiner, oder? Ach du liebe Güte. Ich glaube, wir sparen noch ein bisschen. Wir sparen noch ein bisschen und ja, muss ich halt zusehen, dass wir das jetzt dann alles in den Griff kriegen. Könnten natürlich noch ein bisschen wie Gas und so können wir noch verkaufen. Das wäre jetzt auch nochmal eine Möglichkeit. Gut, wir sind erstmal durch. Werden wieder Kartoffeln entsorgen, nicht entsorgen, einlagern. Und ich bin mal gespannt, wie viel hier noch reinpasst. Ne? Ob das Ding dann wirklich vielleicht doch voll ist, irgendwie einen Maximalfüllstand hat. Und ja, dann gucke ich mal, was wir da mit den Kartoffeln machen. Vielleicht packen wir die in Kisten. Wäre auch noch eine Idee. Ne, zur Not. YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Daumen und schönen Start ins Wochenende. Macht's gut, ciao.